50 Millionen auf YouTube, die können gar nicht irren. Und heute ist er live hier, bitte begrüßt und lasst euch verzaubern von Simon Pierro. Vielen Dank. Ganz ehrlich. Ganz aufrichtig, ich freue mich dabei zu sein in einer Show, die euch heute Abend zeigen wird, wie vielfältig Zauberei eigentlich sein kann. Bis vor nicht allzu langer Zeit hätte man einen Zauberer vor allem hieran erkannt. Ja, nicht am iPad, sondern am Zauberstab. Den benötige ich aber nicht, denn das hier ist mein digitaler Zauberkasten und ich werde euch einige Funktionen zeigen, die ihr so vermutlich noch gar nicht kennt. Zum Beispiel Facebook. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele meiner Freunde, die posten ständig ihr Essen. Das ist gar nicht schlecht, weil was die wenigsten wissen, unter jedem Bild steht Teilen. Und das hat einen Grund. 1, 2, 3. Schaut mal, ich habe den Andreas gefragt, ob er ein paar alte Bilder von Chris raussuchen kann. Oh, mit Eis, ist es nicht süß, aber das hier hopp, mag er nicht so gerne. Oh. Na. Facebook. Mit der Vorrang, danke. Mal schauen, was er noch so hat. Unsere große Kochshow, das muss schon länger her sein, da hattet ihr noch ordentliche Frisuren. Lasst mich ein bisschen mitkochen, okay? So, es war tatsächlich eine Kochshow. So, Achtung. Oh, ich habe nicht gesagt, dass ich es kann. Moment. Deckel drauf habe ich gelernt, dann ist wieder Ruhe im Karton. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber schaut mal, oh, gar nicht so schlimm. Da hat er mal eine geile Frisur. Jetzt möchte ich euch die App zeigen, wegen der Andreas mich in seinem Team haben wollte. Ja, ich habe extra was mitgebracht. Das war die Bier-App. Die müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist der Oberknaller. Man muss der Fairness halber dazu sagen, man muss das hier separat kaufen. Kann man erkennen? Ja. Ich setze das mal hier drauf. So, öffne die App. Die sieht so aus. Die muss man erstmal auffüllen. Nur vorne nichts, hinten nichts. Und dann? Bist du bereit? Probieren wir es ja. Mal. So, zapfen oder was? Oder? Nö, nö, das kommt dann eigentlich von selbst. Oh. Schau mal. Ist das geil? Das ist echt! Ha. Kann man wieder auffüllen? Ja, ist geil. So, probier mal. Sehr, sehr geil. Na mal die Kerle auf unserer Seite. Prost! Sehr, sehr cool. Ey, das ist doch kein echtes Bier. Das ist kein echtes Bier, das soll irgendwie nur so eine... probieren. Natürlich ist es echt. Hey, aber Chris, gute Nachricht. Das ist echt. Ja. Gute Nachricht gibt es aber auch für dich. Mit Milch. Die trinkt aber nur, wenn sie fettfrei ist. So, das nehme ich erstmal hier mit hin. Chris, bleib bei mir. Ich mag dich doch. Ich möchte mich ja nicht nur auf dir rumhacken. Jetzt kommt deine große Stunde oder sagen wir mal Minute. Okay. Können Sie mal bitte die Fans vom Chris bemerkbar machen? Oh, dann... Oh. Oh. Wir sind ein paar hier. Okay, reicht, reicht. Wow. Ich glaube, ich sollte netter zu dir sein. Ja. Bin ich jetzt auch. Geh doch mal nach unten, bitte ins Publikum. Geh nicht zu weit. Such dir eine Zuschauerin aus, ja? Aber okay. Komm bald wieder zurück. Mit der Zuschauerin hier hin? Mit der Zuschauerin bitte hier nach oben. Ja, will jemand? Wer will? Wer will dich? Hier, komm du. Hi. Ja, magst du mitkommen? Ja? Wie heißt du? Jacqueline. Jacqueline, okay. Wie war das? Jacqueline, ja, stellt euch hier hin. Jacqueline? Hier, stellen. Hi, grüß dich. Ja, stellt euch zusammen. Okay. Und ich mache jetzt ein paar Fotos, okay? Foto, okay. Okay, so, komm, so posen ein bisschen Action. Oder was? Ja, ein bisschen posen, natürlich. So ganz Kussmund, nett. Mann, Mann, Mann. Können wir jetzt hinten mal ein bisschen klatschen? Okay, ja. Okay. Und kommt doch mal bitte hierher. Okay. Ich möchte jetzt einmal mehr die digitale mit der realen Welt verbinden. Das bedeutet, ich habe hier eine App kreiert. Das hier ist mein Tablet-Computer. Das hier ist der Bilderrahmen von meiner Großmutter.
Absolut analog. Und ja, das ist sehr hübsch, finde ich. Da, sehr gut getroffen. Geiles Foto. Jetzt pass auf, so teile ich meine Fotos. Nicht blinzeln. 1, 2, 3. Und jetzt schauen wir mal. Kein weiteres iPad. Das hier ist ein richtiges Foto von euch beiden. Sieht gut aus? Okay. Wir sind Gentlemen, wir begleiten dich nach unten. Komm mal. Komm, komm mit. Bist du zufrieden mit dem Foto? Ja. Oder würdest du am liebsten gleich den Chris mit nach Hause nehmen? Ist auch eine Option. Auch eine Option, oder? Dachte ich mir fast. Denn sei es nicht, Chris, stell dich mal bitte hier auf diesen Drehteller, Vorsicht. Okay. Der heißt Drehteller, weil er gleich anfängt, sich zu drehen. Ich möchte bitten, dass du in eine Action-Pose gehst, in der du gerne verewigt werden würdest. Okay, such dir was aus. Muss ich cool wirken, glaube ich, so okay. Als Statue oder so. Pass mal auf. Oh, nicht schlecht. So, beginnt sich zu drehen, Vorsicht. Ja. Genau, aber versuch ruhig zu bleiben. Moment, ich soll cool wirken. Moment. Genau, bleib in Pose, nicht bewegen, bitte. Hab deine Pose. Wir scannen dich ein. Chris, ich stoppe es wieder. Moment. Scanner off. So. Alter Verwalter. Geht's noch? So viel Bier habe ich gar nicht gesoffen eben. Chris, ich sende jetzt die Daten, die ich aufgenommen habe, Richtung Bühne. Ja. Und das hat einen Grund, weil da steht mittlerweile, und du kommst bitte mit mir, der schnellste 3D-Drucker der Welt in Übergröße. Und den habe ich nur für euch heute Abend entwickelt. Okay. Komm bitte mit. Stell dich hier hin. Am besten wäre es, du gehst genau in die gleiche Pose, die du eben eingenommen hast. Nochmal einen schönen Vergleich. Denn ich drucke jetzt die weltweit erste, ehrlich, Brother-Statue. So. Ja, in etwa. Okay, wir starten den Prozess. Da bin ich gespannt. Okay, ich auch. So? Der schnellste 3D-Drucker der Welt. Denn was wir jetzt sehen, in Echtzeit, die Schuhe, die sind 1:1. Die Hose, 1:1. Jetzt pass auf, die Jacke 1:1, aber pass auf, ich habe mir erlaubt, eine Kleinigkeit zu verbessern. Was hast du verbessert? Ein kleines, aber feines Detail. Aha! Ja. Das Gesicht kann's doch gar nicht sein. Die Weltmeisterschaft, der 3D-Stadion!